Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TBTV. Wir spielen heute mal wieder ein Tabletop-basiertes Brettspiel und zwar Dungeon Saga. Kevin hat beim Kickstarter letztes Jahr mitgemacht. Letztes Jahr wurde er ausgeliefert. Und Kevin hat einen Haufen voll Zeug bekommen. Ja, erzähl doch mal, was hast du bekommen? Was ist Dungeon Saga überhaupt? Und kann man das vergleichen mit dem Urväter aller Tabletop-basierten Brettspiele HeroQuest? HeroQuest hatte, glaube ich, keinen Dungeon Master, glaube ich. Das war doch. Ja. Es ist so lange her. Wir brauchen die neue Version von HeroQuest, um es mal zu spielen. Also, was ist dabei? Also, Dungeon Saga ist halt ein Dungeon Crawler. Okay. Ein Höhlen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Dungeon Crawler. Was ist dabei? Es war ein Haufen Zeug. Also, wenn man den Kickstarter mitgemacht hat, ich habe noch zwei Zusatzerweiterungen gekauft. Ich habe, glaube ich, irgendwie 120 Modelle oder so gekriegt. Und vier Erweiterungen, zwei sind im, also das ist hier schon mal so zum Angucken, die Box, in der es ausgeliefert wird, ab dem 29. April, glaube ich, sogar in Deutsch von Heidelberger. Ja, cool. Du bleibst jetzt erstmal da. Was ist dabei? Es sind ein paar Erweiterungen dabei. Okay. Zum Beispiel The Warlords of Galir, den Fernal Crypts und The Return of Valanor. Also das heißt, sind so fertige Kampagnen? Das sind fertige Kampagnen. Okay. Im Grunde ist es nicht wirklich ein großer Neuerfinder. Was mich begeistert, ist das Adventures Compendium. Okay. Das ist ein Zusatz, den man sich kaufen muss, wenn man das spielen will. Weil das Ganze spielt in Mantica. Wer Mantica schon mal was gehört hat, der Kings denkt, Kings of War. Ja. Ja. Und im Grunde ist das auch so, dass oben, sage ich jetzt mal, finden die Schlachten statt. Okay. Und ein paar Helden versuchen hier im Untergrund kleinere Scharmützel mit den großen Overlords zu schlagen. Was an dem Companion richtig gut ist, erstens, man kann seine eigenen Charaktere erstellen. Das ist schon mal cool, ja. Zweitens, man kann seine eigene Mission erstellen. Okay. Und was richtig gut ist, was am Ende zu finden ist, wenn man seine eigene Mission erstellt hat, kann man die Armeen von Kings of War benutzen als Monster in den Dungeon. Das ist natürlich, das sind für alle, für The Forces of Abyss sind alles Werte drin, sogar ein Lord ist jeweils drin, das Imperium, sage ich jetzt mal, ich kann den Namen von Bessalienus, Imperium, Zwerge, Chaos Zwerge, sage ich jetzt mal. Alles, für alles gibt es Werte, wo man dann die Figuren aus dem Spiel einfach durch Mantic ersetzt. Cool, ganz einfach. Weil es spielt im selben Universum, du kannst sogar, was richtig Spaß macht, bestimmt eine Kampagne machen. Du spielst ein Kings of War Spiel und nimmst dann deinen General und sagst, okay, ich muss da rein, ich muss den und den töten. Ja. Mit den anderen Generälen oder sonst irgendwas. Also kann ich mir richtig, richtig spannend vorstellen. Man sieht ja auch an den Miniaturen, hier ist zum Beispiel dieser Forces of Abyss, diese neue Fraktion, die ja jetzt auch ausgeliefert worden ist. Genau. Oder ich weiß nicht, ich habe die anderen nicht gesehen. Also die Orks haben wahrscheinlich nicht so große Trolle. Nee. Naja, Sind das dieselben Modelle oder wie bei Kings of War? Weiß ich also nicht. Sie sehen sehr ähnlich aus. Sie sehen aber von der Qualität her, würde ich jetzt einfach mal sagen, so ein bisschen, also doch in Richtung... Ich glaube, die sind sogar ein bisschen kleiner. Also, ja, ein Ticken kleiner, würde ich auch sagen. Aber so vom Aussehen auf jeden Fall. Und auch wenn ich mir hier die Untoten angucke... Die könnten sie fast sein. Ja, also ich würde sagen, ein bisschen kleiner. Aber auch hier, was die Helden angeht... sie sehen sehr ähnlich aus, aber sie sind nicht so klein. Ja, genau, nicht so bullig und mächtig. Ja. Weil was man jetzt zurzeit im Internet auch viel sieht, dass alles angemalt wird, wie bei Zombicide. Ja, alle Leute, die haben alles angemalt, die haben den Kickstarter auch mitgemacht, da wird alles bemalt. Das ist halt. Aber macht ja hier bei den Sachen auch Sinn, ne? Guck mal, du hast hier tolle Miniaturen. Wenn du das dann wirklich, wenn du wirklich alle beim Kickstarter mitgemacht hast und so viel Zeug kriegst, dann kannst du die Modelle wahrscheinlich auch für Kings of War nehmen. Wahrscheinlich. So, also. Du stellst ein Regiment. Ja. Dann, ich meine, hier hast du, wie viele Trolle sind dabei? Oh, also glaube ich, von den großen sind es glaube ich 5. Und dann gibt es halt noch die kleinen Orks von der Erweiterung. Also die grünen sind alle die Ork-Erweiterung, die roten sind alles die Abyssel und sowas. Und das ist halt so 5 von den großen und dann die ganzen kleinen Orks. Also die Orks, gut, die sehen schon teilweise ein bisschen anders aus. Aber dennoch, man kann auch, wenn man sagt, man nimmt die Figuren gar nicht, man hat eine fertige Armee, dann kann man die Helden sogar davon nehmen. Ja, ist cool. Was gibt es noch zu dem Spiel zu sagen? Im Spielplan erinnert mich das so ein bisschen an Descent, da gibt es ja auch solche Plättchen. Ne? Genau, also das Spielerische werden wir gleich, glaube ich, aus der anderen Kameraperspektive ein bisschen zeigen, weil wir haben auch ein paar Karten, die wir zeigen müssen. So an sich vom Spiel ist es halt wirklich, für mich, das Spiel alleine, das Grundspiel ist nicht
die Neuerfindung des Dungeon Crawler. Okay. Mit dem Compendium ist es halt wirklich der Knaller. Mhm. Wenn du gerne Mantic spielst, du hast zwei Mantic-Armeen oder spielst mit Kumpels Kings of War, dann kannst du das echt gut benutzen und es kommt in Deutsch, glaube ich, für 49 Euro raus. Okay, das für ein Spiel, was zwei Questbücher hat, ja. 20 Kampagnen oder 20 Missionen für zwei Kampagnen drin, ist es, glaube ich, das ist Modelle, ist ein super Preis. Ja. Ich habe auf der Spiel gesehen, auf der Spiel habe ich ein Video gesehen, da haben die das auch kurz vorgestellt. Es soll recht einfach sein, ne? Es ist vom Würfelsystem her ganz einfach. Du hast halt. Oder wollen wir jetzt schon mal die Kamera? Ja, wir können ja jetzt mal. Stellen wir mal die Kamera um, dann können wir das alles so erklären. Was wir hier zu den Helden sagen können, also in dem Grundspiel sind vier Helden dabei. Das sind die Lebenspunkte. Wenn du eine Wunde kriegst, kommt hier ein rotes Herz drauf. Wenn alle Herzen rot sind, heißt, du bist verwundet. Du verlierst auf deine Kampfaktion einen Würfel. Okay. Wenn du das letzte, also wenn du fünf Herzen drauflegen musst, dann ist dein Held verkrüppelt und in der Regel hat dann der Dungeon Master gewonnen. Okay. Also fünf Wunden. In der Regel ist es aber auch so, dass du pro Angriff, egal wie viele Attacken der Gegner durchkriegt, du nur eine Wunde kriegen kannst. Okay. Das heißt, du kannst mindestens fünf Runden auf Ömme kriegen und dann passiert nichts. So, was haben wir hier für Werte? Movement, ja. Sechs Felder. Mhm. Das sind die Anzahl der Würfel, die du im Kampf benutzen kannst. Und das ist deine Panzerung. Panzerung wird ganz einfach. Du würfelst Würfel und alles, was die Panzerung nicht übersteigt, wird weggenommen. Mhm. Das heißt, der Zwerg mit seiner Vierer Panzerung und wenn mit W6 gewürfelt wird, ist schon ziemlich hart. Ja. Oder ziemlich bärtig, kann man auch sagen. Also wir haben hier zum Beispiel als Vergleich. Genau, als Vergleich haben wir den Barbaren. Der hat halt, ist ein bisschen früher verkrüppelt, ist etwas schneller, hat dafür ein bisschen mehr Kampf, aber dafür mit seinem Fell nicht so eine große Panzerung. Ja. Also, und alle Modelle haben ein Feed, das einmal pro Spiel funktioniert. Der Orlaf zum Beispiel darf alle Modelle in Base-Kontakt mit vier Würfeln angreifen. Okay. Anstatt nur eins. Ja, okay. Das sind die zwei Nahkampfhelden. Und das hier, was man hier sieht, ist die Einsteigermission für Nahkampf. Also es gibt zwei Lernmissionen in dem im Questbuch und in der anderen Lernmission wird Fernkampf und Magie vorgestellt. Ah, sehr gut. Also das Ganze, den Charakterbogen gibt es auch für den Dungeon Master. Und zwar mit seinen Gefolgsleuten, mit Werten und was passiert bei wie vielen Hits und was sind die Sonderregeln. Wir spielen jetzt mit ganz normalen Skeletten und das werde ich dann gleich weiter im Verlauf des Spiels erklären. Gut, fangen wir einfach an. So, ja. Felix sollte Orlaf sein und ich bin Rordin. Wir können das noch nicht ganz so sehen, aber was als Beispiel nur zum Gucken. Ich würde jetzt wirklich daran gehen und sagen, ich möchte meine Figuren in dem Dungeon Saga durch Mantic ersetzen. Der ist schon schön angemalt, passt auch wunderbar. So, dann können wir mit bemalten Figuren spielen. Ja, perfekt. So. Ja, am besten lernt man ein Spiel immer, wenn man es spielt. Also würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Gibt es hier eine Reihenfolge, wer anfängt? Helden sind immer am Anfang dran. Okay. Der Overlord hat bei manchen Missionen, ich zeig's mal kurz, wird angezeigt, wie viele Karten, wie viele Karten er benutzen darf auf seinem Overlord-Deck und wie viele Kommandos er pro Runde erteilen darf. Das heißt, ich kann nicht alle meine Monster benutzen, sondern nur gewisse. Okay. In dieser Mission ist es auch so, dass nur gewisse Overlord-Karten erlaubt sind. Einsteigerspiel soll halt nicht zu schwer werden. Mhm. Ich mische. Was machen diese Karten? Die Karten geben mir entweder mehr Zauber oder extra Kommandos. Okay. Ich gebe auch Karten, die sind jetzt hier nicht dabei, die unterbrechen. Also du bist dran. Mhm. Eigentlich wäre dann Felix dran, aber ich sage, nein, halt, stopp. Ich möchte jetzt meine Aktion machen. Und diese Modelle gelten dann auch nicht als aktiviert in meiner Runde. Okay. Wie ist das? Gibt es eine feste Reihenfolge für die Spieler? Oder? Nein. Das nicht. Ihr seid immer, wenn ich meinen Zug erledigt habe, seid ihr dran, egal in welcher Reihenfolge. Also wir können uns absprechen. Genau. Okay. Was gibt es jetzt zu dem Spiel zu sagen? Also, meine Skelette bewegen sich vier Felder. Ja. Der Overlord kann allerdings auch zaubern. Der kann Raise Dead zaubern, also Tote beschwören. Mhm. Und er kann auf diese Knochenhaufen Skelette hinzaubern. Okay. Und das, was man hier auch auf dem Overlord-Panel sieht, wenn ihr ein Skelett trefft und zwei Treffer nur macht, verwandelt sich das Skelett in einen Knochenhaufen und ist nicht vernichtet, sondern ich könnte es wieder erstehen lassen. Okay. Ein Skelett ist erst bei drei oder vier Treffern tot. Mhm. Das heißt, ihr müsstet schon im Endeffekt mit acht
Wenn ihr perfekt auseinandernehmt die Skelette mit 8 Monstern, rechnet ihr in dieser Einsteigermission. Wenn ihr immer nur Knochenhaufen produziert, ja, dann kann ich halt auch immer wieder Skelette hinstellen. Achso, diese Knochenhaufen kommen nur einmalig wieder. Das heißt, du kannst nicht ständig darauf beschwören, sondern nur einmalig. Ich kann, wenn ich ein Skelett darauf beschwöre, ist der weg und da steht ein Skelett. Okay, und wenn ich den dann totschlage? Wenn du den dann totschlägst und nur 2 Treffer machst, ist er wieder halt so ein Knochenhaufen. Okay. Ah, und ich könnte ihn dann in meiner Runde wieder beschwören. Und können wir auch Knochenhaufen entfernen? Das geht nicht. Knochenhaufen entfernen könnt ihr nicht. Ihr könnt halt, wenn ihr taktisch spielen wollt, euch draufstellen. Okay. Auf besetzte Knochenhaufen kann ich keine Skelette beschwören. Okay. Was auch wichtig ist, es gibt ein Free Strike. Sollte ein Knochenhaufen direkt vor euch stehen, oder solltet ihr hier stehen, sage ich jetzt mal, und ich versuche in dem Knochenhaufen was zu beschwören, dürft ihr einen Free Strike drauf machen. Okay. Und ihn sofort schlagen. Okay. Dasselbe passiert, wenn ihr oder ein Monster versucht, sich aus eurer Base-Kontakt zu entfernen. Das geht auch. Dann könnt ihr auch einen Free Strike machen. Okay. Also, ich nenne es jetzt mal Free Strike. Das können wir jederzeit machen. Das kann jedes Mal, wenn ein Knochenhaufen zu einem Skelett gezaubert wird oder ein Skelett sich entfernen will. Eure Mission in diesem Spiel ist, diese Tür zu öffnen. Okay. Ihr seht hier einen Marker liegen neben der Tür. Mhm. Ich halte den mal kurz in die Kamera. Ja. Diese Tür hat eine Panzerung von 3 und 3 Verteidigungswürfel. Okay. Ja, ich weiß, eine Tür kann sich eigentlich nicht verteidigen, aber soll ja nicht so einfach sein. Ja. Kommen wir jetzt direkt zum Würfeln. Sagen wir mal, wir würfeln einfach mal. Du kriegst 4 und ich habe mit meinen Skeletten habe ich 2 Würfel. Jetzt würfeln wir einfach mal so, um zu gucken, wie die Treffer funktionieren. So. Tja, das ist schon mal ein perfektes Beispiel. Ich würde deiner Panzerung von 2 gar nichts tun. So. Das heißt, du hast 1, 2, 3, 4 Treffer gemacht. Beziehungsweise Erfolge. Weil hätte ich dich angegriffen, würdest du keinen Schaden kriegen. Hättest du denselben Wurf gewürfelt wie ich, würdest du alles, was nicht meine Panzerung durchschlägt, wegnehmen. Und dann wird der höchste Würfel mit dem nächsthöheren verglichen. Das heißt, deine 6 schlägt meine 2, deine 5 schlägt meine 2 und die 2 kommen auch durch. Mhm. So werden Treffer produziert. Du legst die höchsten, zweithöchsten, die dritthöchsten nebeneinander und dann vergleichst du und dann wirst du die Treffer gezählt. Und in dem Fall hättest du 4 Treffer gemacht, das Skelett wäre tot. Das Skelett wäre zu Staub zerfallen. Mhm. Also das sagt mir auch die Anzahl. Das sind deine Kampfwürfe. Okay. Genau. Okay. Ja, fangen wir einfach an, ne? Ja. Jo. Helden sind immer zuerst dran. Du oder ich? Noch was kurz zur Overlord-Geschichte. Der Overlord fängt immer grundsätzlich mit 3 Overlord-Karten an zum Ziehen für seine Reserve. Und in dieser Mission sind die restlichen Karten euer Rundenlimit. Ihr müsst in dieser Zeit durch dieses Tor kommen. Okay. Und ich ziehe am Anfang jeder meiner Runden eine neue Karte. Okay. Ja, da würde ich mal sagen, dass wir einfach mal versuchen, ganz schnell nach vorne zu kommen. Würde ich auch sagen. Ich habe eine Bewegung von 6, du hast eine Bewegung von 7. Ja. Denkt dran, wenn ihr jetzt an den Skeletten einfach vorbeirennen würdet, hier so zum Beispiel, würde das Skelett einen Free Strike machen dürfen. Und wenn ich mich so bewegen würde, 1, 2, 3. Ja. 4, 5, 6. Nee, dann würdest du wieder im. Das ist ebenfalls der Frontbereich. Ach so. Eines Modells sind die 3 plus die 2 seitlichen. Das heißt, ich müsste. Du müsstest sofort schon. 2, 3. Aber ich kann schon diagonal ziehen. Diagonal kannst du ziehen, solange 2, die beiden Diagonalfelder frei sind. 4, 5, 6. Ja, wenn. Gut. Ich versuche einfach trotzdem mal das Skelett. Alles klar. So hauen. 1, 2, 3, 4. Drehen ist immer kostenlos. Ja, kostenlos. Ihr dürft euren Charakter kostenlos drehen. Du hast 5 Angriffswürfel? Jo. Ich habe 2 Verteidigungswürfel. Jetzt werden quasi die höchsten. Meine Panzerung vom Skelett ist 2. Das heißt, du entfernst schon mal die 1 und die 2 aus deinem Wurf. Und dann wird verglichen. Meine 6 schlägt deine 5. Deine 5 schlägt meine 2 und die 3 hat keinen Gegenwürfel. Das heißt, du machst 2 Treffer und hast das Skelett in einen Knochenhaufen verwandelt. Toll. Hm? Das hat eben aber besser ausgesehen. Ja. Vorführeffekt. So, eine Sache noch zur Information für euch. Helden dürfen sich bewegen und eine Aktion machen oder eine Aktion machen. Ihr dürft nicht erst schlagen und dann nochmal laufen. Okay. Also, so, dann ist meine Runde. Mhm. Ich ziehe noch eine Overlord-Karte.
Du hast jetzt quasi auch nur zwei Befehlspunkte, das heißt, du könntest maximal zwei Modelle bewegen? Genau. Okay. Und dieses Raise Dead ist einmal extra. Okay. Und in jeder Mission darfst du auch eine Maximumanzahl von Skeletten nicht überschreiten. Ah, okay. Also ich darf auch nicht während des Spiels jetzt mehr als vier Skelette auf dem Tisch haben. Ah, okay. Auch wenn ich jetzt mehrere zaubern könnte. Mhm. Deswegen sage ich jetzt mal, ich möchte gerne diese Karte spielen. Ja. Zwei extra Commands. Das heißt, ich bin bei vier Commands. Allerdings, ja, was machen wir denn damit? Wie weit bewegt sich so ein Skelett? Vier Felder. Okay. Also, die kommen nicht ran. Eins, zwei, drei. Ich stelle mich mal hier hin. Muss dann auch mit diesem attackieren, bevor ich die anderen bewege. Okay. Auf Rot wieder. Du hast Armor 4 und 4 Würfel. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Da ich auf dich schlage, habe ich nichts, was deine Panzerung nicht durchschlägt. Ja. Meine 6 schlägt deine 4, meine 5 schlägt deine 4. Ja. Und die 2, ja, die sind halt. Also hast du 2 Treffer gemacht? Ich habe 2 Treffer gemacht. Das heißt, du kriegst eine Wunde. Du kannst pro Angriff nur einen Lebenspunkt verlieren. Ach so, okay. Also das ist maximal. Ich hätte, selbst ein großes Monster macht erstaunlicherweise immer nur einen Schaden. Sonst wäre es irgendwann zu einfach. Hm. Weil mein Ziel ist es halt, ihr müsst durch die Tür durchkommen. Mein Ziel ist es, euch einen von euch zu töten. Okay. So, dann ist meine zweite Aktivierung. 1, 2, 3. Ja, der kann nichts machen. 1, 2, 3, 4. Der geht hier hin. Und meine letzte Aktivierung ist, ich möchte gerne die Sonderaktivierung Raise Dead benutzen und ein Skelett hinzaubern. So, die Helden sind wieder dran. In beliebiger Reihenfolge. Willst du den Effekt erstmal wegkloppen? Ja, ich schlag den erstmal weg. Ja. Also ich habe Combat Dice 4. Ja. Ich habe 2. Wo nimmt man das? Sieht man noch nicht so gut. Ja, wir müssen da. So, also, ich habe eine 1, 3, 3 und eine 5. Die 1 schlägt durch, nicht durch meine Rüstung, weil ich eine Rüstung von 2 habe. Genau. Meine 6 schlägt deine 5. Ja. Bei einem Unentschieden ist es gut für den Angreifer. Okay, also geht das. Das heißt. Der nee, gar nicht wahr. Das blockt trotzdem. Unentschieden blockt. Okay. So, also das heißt, sie heben sich beide auf. Ja. Du machst einen Treffer. Laut meinem Necromancer-Panel macht ein Hit gar nichts. No Effekt. Sehr gut. Schade. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Ne? Nein, du darfst dich nicht bewegen, weil du nur, wenn du eine Aktion machst, darfst du dich nicht mehr bewegen. Du darfst dich vor jeden Aktion immer bewegen. Gibt es was in dem Fall halt, hättest du dich bewegt, zu einem Freestrike geführt hätte. Gibt es einen Unterschied zwischen den Skeletten und diesen Skeletten? Nein, in dem Fall nicht. Es gibt in der anderen Mission gibt's Archer-Skelette, die können aus dem Fernkampf schießen. Die haben allerdings auch nur noch eine Panzerung von 1. Okay. Das heißt, wenn ich vorbeirenne, hast du einen freien Schlag. Wenn du an ihm vorbeirennst, da bist du ja nicht im Nahkampf. Genau. Gibt es kombinierte Angriffe? Also können sich Helden zusammenschließen? Ja. Also ihr könnt auch, ich sag jetzt mal hier, dich hinstellen und dann seid ihr in der Überzahl. In dem Fall bei Skeletten ist das nicht ganz so effektiv, weil Überzahl bedeutet ein Angriffswürfel weg von dem, der eine Unterzahl ist. Okay. Aber bis zu einem Minimum von 2. Ja, okay, das heißt, bei dem Skelett würde sich das auf die Panzerung auswirken und du würdest die Panzerung des Skeletts auf 1 senken. Okay. Aber unterm Strich bleibt die Regel, mindestens 2 Kampfwürfel und mindestens eine Panzerung. Mhm. Alle anderen Effekte werden negiert. Okay. Na gut, dann versuche ich das einfach mal. Also ich bis hier hinstelle und dann hast du Schlage. Das Skelett hat 2 Kampfwürfel, mehr weniger geht nicht, also reduzierst du die Panzerung auf 1. 3 und 3. Hurra. 1, 2, 2, 3, 4. Ja, und in dem Fall war das gut, weil die 2 trifft jetzt. Mhm. Deine 4 besiegt. Die 2. Nein, gar nicht wahr. Nö, die 3, die heben sich auf. Die 3 hebt sich auf. Die 2 unterliegt, aber du machst trotzdem 2 Treffer. Ja. Mhm. Das heißt, Knochenhaufen. Jetzt hättet ihr es andersrum gemacht. Wäre jetzt der Zwerg frei gewesen für seine Aktion. Ah ja, naja gut. Bis nächstes Mal. Ja. Gut, da bin ich dran. Ja. Darf eine Overlord-Karte ziehen? Ja, was machen wir denn? Ich mach mal erstmal nix. Sondern ich bewege mich 1, 2, 3.
hier hin und schlage den Orlaf in den Rücken. Der Schlingel. Hat, gibt es Rücken? Also, es gibt einen Rücken, deine Panzerung reduziert sich um 1. Oh. Also 1. Also ich greife in deinen Rücken an. Ups. Rückenangriffe heißt, du verlierst einen Würfel. Mhm. Ich bin allerdings. Nee, ich bleibe aber bei 2 Würfeln und im Rückenbereich gilt das Outnumbered auch nicht. Also. Mhm. Ja, du schlägst meine Attacke sowas von weg. 1 kommt eh nicht durch deine Rüstung und die 3, ja, die 6 kommt da nicht hin. Mhm. So, zweite Aktivierung. Also kann man schon sagen, dass die 2 Rüstung eigentlich quasi ausgeglichen wird durch diese Combat Dices. Jein, es gibt ja nicht nur Monster, die 2 Würfel haben wie Skelette. Ja, klar. Es gibt auch dann 4 oder 5 sogar. Und irgendwann macht es halt die Masse, ne? Weil du verlierst ja rein theoretisch, wenn hier 3 Herzen drauf liegen, weil du verletzt bist, noch ein Würfel dann. Hm. Und wenn ich noch ein paar Skelette in deinem Rücken und so, das ist halt, klar, ja, klar. Mit 5 Würfeln bist du schon ziemlich stark. Wenn dann doch was durchkommt mit 2 Rüstung, ist halt... Gut, meine zweite Aktivierung ist... Ja, komm dichter. Dichter? Ja, dann machst du einen Whirlwind. Ja. Ja, gut, dass du mir das verrätst. Coole, aber es ist eine coole Option. 4 Kampfwürfe gegen alle Modelle, die drum stehen, ne? Ja. Ich lande einfach gleich in die Mitte. Gut, der geht einfach nur hier hin und ich mit meiner letzten Aktivierung... Ne, ich habe ja noch 3 Skelette, ich darf eh nur ein Skelett hinstellen. Zauber ich noch ein Skelett. Nehmen wir den Sensenmann hier. So, ihr seid dran. Willst du was machen oder willst du erstmal... Ihr habt noch 7 Runden Zeit, die Tür zu reichen. Versuchen... Nee, mach du mal, glaube ich, den Weg frei. Ja. Dann könntest du vielleicht... Wobei, dann macht er hier diesen... Soll ich ihn erstmal töten? Du könntest jetzt nicht einfach so wegrennen, ohne einen Freestyle zu kriegen. Dann, dann töte ich ihn und dann läufst du in die Mitte. Dann musst du das aber auch hinbekommen. Dann machen wir das. Ja, krieg ich hin. So, also mein Zwerg greift jetzt dieses Skelett an. Aber er kriegt jetzt einen Würfel weniger. Oder wie war nee, das? Ich habe ja Minimum 2. Ich hab, du triffst auf 1 schon. Also die 1 so, nur. Ja, cool. Gut, wie gesagt. 2, 5 und 6. Also die höchste, deine 6 schlägt meine 5. Deine 5 schlägt meine 2. Deine 2 schlägt meine nix. Also 3 Treffer. Und 3 Treffer. Knochenhaut. Tot. Nee, nee. 2 Treffer sind Knochenhaut. 3 ist tot. Ah, okay. Sehr gut. Obwohl ein Skelett ja schon tot ist. Ja, dann möchte ich versuchen, zwischen die beiden Skelette zu rennen. Kleine Regel, Anmerkung, Feet dürfen nicht nach dem Bewegen benutzt werden, es sei denn, das Bewegen ist Teil des Feets. Ah, okay. Das ist das kleine, der kleine Nachteil an diesen starken Aktionen. Das ist gut, wenn er schon umringt ist von Feinden, müsste er erst hinlaufen, ist es nicht so gut. Aber du könntest ja trotzdem immer noch einen klatschen. Ja, klar, dann versuche ich das einfach. Möchtest du die klatschen oder den aus deinem Rücken? Ich versuche den... Weil du könntest dich rein theoretisch hier draufstellen auf den Knochenhaufen und den wegklatschen, dann kann ich da kein neues Skelett hinzaubern. Ja, stimmt schon, aber so wären wir dich da in der Tür. Gut, dann möchtest du wahrscheinlich hier hinlaufen, weil wenn du so läufst... Nee, ich möchte genau dazwischen rennen. Hier rein? Ja, nee, dazwischen. Es gibt keine auf 2 Feldern, gibt es keine dazwischen. Nee, hier. Ach, da willst du hinrennen? Ja. Okay. Ja, dann. Wobei, gibt es dann einen Freestrike, wenn er hier ist? Nee, er ist ja dann immer noch im Frontbereich von dem Skelett. Allerdings bist du dann in unter 2, ne? Ja. Weil du von 2, okay, du verlierst einen Würfel. Ja, das kriegen wir hin. Na, du machst 2 Treffer. Deine 6 kommt durch meine 5. Meine 5 fällt rein, eine 3 weg, aber du hast ja noch eine 3, du machst 2 Treffer. Welchen, auf wen hast du eigentlich auch? Ja, den hier. Auf den, rein Knochen auf. Dann bist du dran. Dann ist der Overlord dran. Der Overlord zieht seine nächste Karte. Die Tür hat ja quasi auch einen Wert. Ist die Tür dann, wenn beide Helden an der Tür stehen, in Unterzahl? Ja. Okay. Ja, es ist halt. Ja, eigentlich. Also es ist nicht so, dass die Tür in Unterzahl ist, sondern die Helden in Überzahl. Ja, yeah. Oder so. Die Tür. Der Zwerg hilft dem Olaf, seine Axt zu schwingen. Okay, was habe ich hier an Karten? Also ich kann so viele Karten auf der Hand haben, wie ich will. Ich darf nur eine spielen, leider. Erste Aktivierung, ich gehe hier hin. Den Rücken, ne? Ich hau den Olaf. Mit Outnumbered und Rücken verlierst du 2 Würfel. Oh, oh. Also noch 3. Ja, gegen meine 2. Oh. Yeah, safe. Deine Höchster schlägt meine 1 kommt nicht durch deine Rüstung, also bist du safe.
Dann schlägt das Skelett auf Olaf. Du bist nur in Unterzahl, also 4 Würfel. Ja, sehr gut. Komm nicht durch deine Rüstung. Nee. Gut, dann für meine letzte Aktion mache ich Raise Dead. Ich gucke mal. Oh ja. Naja, ich opfere diese Karte. Ich dürfte 3 Skelette beschwören. Okay. Habe aber nur 2 Kapazität, weil ich schon 2 auf dem Feld habe. Einen stelle ich hier hin. Free Strike. Oh, genau. Also ich darf aber jetzt mit der vollen Attackenanzahl. Mit den ich bin in deinem Rücken und ich bin in deiner Flanke. Also mit den 3. Du bist Unterzahl, also 3. Ja. Oh, 1 und 6. Oh, Doppel 6. 6 und 6 negiert sich, aber du machst 2 Treffer, das heißt, er sieht dann klar. Okay. Ja, und dann meine zweite Beschwörung geht dann hier hin. Vielleicht schafft der Zwerg ja nicht so gut. Du darfst auch einen Free Strike machen. Diesmal ja, vollen Attacken. Genau, volle Attacke. Ich habe 3, 2, 4. Ja, deine 2 Fünfen schlagen meine 2 Vieren. Du machst 3 mehr. Der ist tot. Ist komplett tot. Ja, schade, hätte ja klappen können. Ja, jetzt würde ich sagen, machst du erstmal dein Feed. Ja. Das heißt aber, das ist eine zusätzliche Sache, ne? Also hier steht ja. Wenn du das Feed machst, darfst du keine anderen Aktionen machen. Du darfst dann halt nicht deine 5 Attacke noch benutzen. Trotz dass sie separat. Ja, die Attacke im Nahkampf ist eine Aktion. Und das Feed ist auch eine Aktion. Aber der Wert von 4 Würfeln reduziert sich halt auch nicht. Ja, durch die aufteilen. Ja. Separat 4 Dice Attacks. Jeder kriegt in deinem. Jeder 4 Würfel. Dann macht das ja sogar richtig Sinn. Ja, dann darf man zwar auch nur einmal im Spiel machen, aber das geht. Ja, dafür reicht es auch, wenn du ziehst so viel auf dich. 5, 5. Die 5 geht raus, die 3. 5 nimmt sich, deine 5 kommt durch, deine Knochenhaufen. Ja. Dann dasselbe Spiel nochmal mit dem anderen. Ja. Oh. Ja. Der ist komplett pulverisiert. Der ist komplett weg. So, und ich gehe dann... 6 Felder vor. Nee, das bin ich. Ja, aber ich bin gerade am überlegen, ob ich mich nicht auch noch auf den Knochenhaufen erstmal stelle. Können ja einfach versuchen. Wenn du eh nicht zur Tür kommst, ist es halt eine gute Idee, sich auf den Knochenhaufen zu stellen. Ja, okay, dann bist du dran. Gut, Overlord zieht deine nächste Karte, wahrscheinlich seine letzte. Hätte ich mich jetzt eigentlich auch drehen können? Du bist ja... Kannst du immer drehen, ja. Ja, das heißt, du dich auch drehen können. Okay. Ja, das sieht jetzt nicht so gut aus für mich. Ich habe ja gar keine Skelette. Dann spiele ich erstmal Raise Dead 2. Ja, dann stelle ich einen hier hin. Ja, und versuche noch mein letztes. Stelle einen hier hin. Und du darfst einen Freeze-Track machen, weil Olaf im Rücken darf keinen Freeze-Track machen. Er hat auch im Rücken Augen. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Das ist richtig tot, noch nicht mal Knochenhaufen. 3. Ja, das war so nicht so gut für den Overlord jetzt. Aber darfst du dich nicht noch bewegen? Nee. Achso, okay. Skelette, die bezaubert wurden, dürfen sich nicht bewegen. Okay. Gut, dann renne ich jetzt an die Tür und versuche die. Nee, ich renne an die Tür, dann kommst du und dann schlägst du zusammen. Dann schlägst du zu. Ah, okay. Du hast mehr Attacken. Stimmt, dann machen wir das so. Also 1, 2, 3, 4. Schlauer Zwerg. Du hinterher und jetzt schlägst du. Nee, schlag doch erstmal drauf. Du darfst ja auch. Ach, ich darf auch noch. Ja. Okay, dann schlage ich. Vielleicht schaffst du es ja schon. Was brauche ich? Handzogen 3. 1 drauf. Also einer kommt durch. Ja. Aber den blocke ich. Ja. Mit meiner 6. Dann wäre Olaf sehr traurig, wenn der Zwerg das geschafft hätte. Die Abenteuer von Olaf und oben. Wardin. Achso, ich habe 5 Attacken. Ja. Und jetzt die Panzerung auf 2, ne? Ne, ein Würfel weg. Achso. Oh. Olaf hat sogar Muskeln auf den Augen. Oh. Das ist weg. Das. Ein Treffer reicht, die Tür. Klatsch. Ja! Aber jetzt kommen wir nicht mehr raus. Also es gibt natürlich, wie in jedem guten Dungeon Crawler, einen Flufftext vor und nach dem Spiel. Es ist allerdings sehr viel Englisch. Okay. Den hätte ich jetzt erstmal übersetzen müssen. Was wäre denn jetzt passiert? Also ihr habt ihr euch in einer Taverne kennengelernt und dachtet im besoffenen Zustand, es ist mal gut, einen Dungeon durchzugehen. Natürlich. So, und ihr schafft es, was würde denn hier auf Englisch stehen? Wie man das so kennt. Das letzte Skelett fällt unter Olafs mächtigen Axtschlag zusammen. Der Barbar grunzt vor Befriedigung über sich selbst. Odin nimmt seine Chance und...
Und die Erfahrung der letzten Minuten einmal sich zu überdenken und beide betreten den nächsten Flügel des Dungeons. Es ist natürlich sehr frei übersetzt jetzt. Denn das Deutsche hat natürlich hoffentlich deutschen Text. Was haben wir jetzt gewonnen? Ihr habt jetzt rein theoretisch nichts gewonnen, weil das nur das Erklärvideo war. Also ihr würdet natürlich jetzt, würdet ihr eine eigene Kampagne spielen, euch eine XP, ein Erfahrungssystem ausdenken können. Ihr könntet ein Level aufsteigen. Dafür gibt es auch extra Karten in diesem Zusatz-Companion-Heft. Da gibt es auch Karten bei. Also wenn ihr das euch kauft, gibt es auch Karten dabei. Und da könnt ihr Level 1 Fähigkeit dazu kaufen, dann die nächste und so. Okay. Olaf würde, glaube ich, mit Level 2 Frenzy werden. Also er würde, glaube ich, mit Frenzy 1 eine zusätzlich von der Rüstung ignorieren des Gegners. Und Hodir würde, glaube ich, tough werden. Ah, okay. Tough bedeutet auch, dass er... Weiß ich gar nicht. Also es ist, die Sonderregeln sind alle in dem Buch drin. Ja. Tough und die ganzen Sonderregeln, die man sich dazu kaufen kann, auch von dem Zauberer und von dem Elf und alles, was es nicht gibt... Wird das ist dann quasi dann die auf, der Aufgewertete dann. Ach, da steht es ja sogar auf den Karten. Auf der Rückseite, genau. Falls man mal gucken möchte. Da steht dann alles drauf, was ihr dazu kaufen man könnt. Kriegt, und genau. Gibt es halt auch, wo habe ich sie hingepackt? Also, es gibt natürlich auch diese ganzen Fähigkeiten, die da auf der Karte stehen, als Karten zusätzlich. Und hier steht es auch, ich habe natürlich völlig falsch. Frenzy bedeutet, jedes Mal, wenn du die Rüstung deines Gegners nicht durchschlägst, darfst du diesen einen von den Würfen wiederholen. Okay. Das heißt, du wirfst eine 1, da komme ich nicht durch die Rüstung. Gleich hinterher. Ja. Und das geht bei Olaf geht das bis Frenzy 3. Also er darf 3 Würfel wiederholen, wenn er nicht durch die Rüstung kommt. Es gibt natürlich auch Gegner, die haben eine 5er Rüstung. Mhm. Also wird es dann natürlich irgendwann sehr nötig, dass er diese Fähigkeiten dazu kriegt. Und es gibt für alle, für den Zauberer, für den Zwerg. Für den Zwerg ist geil hier tough. Du darfst halt nach jeder Runde einen Single Dice holen und dann bei einer 6 hast du eine Runde geheilt. Nicht, dass, nicht nur, dass der Zwerg eine 4er Panzerung hat, sondern er darf auch am Ende jeder Runde einen 6 würfeln. Olaf kann auch tough werden. Also, das ist, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob man alle, weil du kriegst, glaube ich, mit Level 2 diese Fähigkeit und mit Level 3 erst die. Und du kriegst halt als erstes tough. Mhm. Also, du kriegst es halt ein bisschen vorher. Und Olaf ist noch zwei Würfel wiederholen, wenn ich genau. Mhm. Olaf ist halt eigentlich der Tank. Der steht eigentlich immer vorne, weil es erkläre ich gleich in dem. Im nächsten Video, glaube ich. Im nächsten. Ja, ich glaube, wir machen jetzt einfach nochmal direkt, weil es so viel Spaß gemacht hat, die zweite Einsteigermission. Genau. So, wir haben gerade das erste Einstiegsszenario von Dungeon Saga gespielt. Jetzt geht es im zweiten Szenario um Magie. Wir spielen jetzt einen Elfen. Und um Fernkampf. Und um Fernkampf. Ja, wichtig. Richtig. Felix übernimmt die Rolle des Elfen. Genau. Süß. Ich übernehme die Rolle des Magiers. Ja. Und jetzt kommen zum ersten Mal auch Gegenstände und Zaubersprüche zum Einsatz. Genau. Also bei dir ist es ganz einfach. Genau. Können wir mal gleich einmal in die Kamera halten. Zeig uns mal. Ein zweiter Würfelwert ist dazu gekommen bei dem Elfen. Und zwar Fernkampf. Du hast im Nahkampf Combat Dice, so wie immer, 3 Würfel. Im Fernkampf hast du 4 Würfel. Kannst natürlich auch nicht zurückgeprügelt werden im Fernkampf, ne? Ja, vielleicht. Ja. Dein Feed besagt, du darfst auf 3 verschiedene Ziele schießen. Ganz normal. Und ist Gegenstände, dein Gegenstand ist ein Heiltrank. Du kannst eine Wunde entfernen oder mit dem Trinken des Heiltranks eine Wunde verhindern. Mhm. Okay. So, du hast Movement und... Genau, du hast den Zauberer. Deine Fähigkeit ist halt das Zaubern. Ich muss mal ganz kurz gucken, du darfst... Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Also du darfst halt, steht hier drauf, du darfst halt anstatt Nahkampf deine Zaubersprüche als machen. Und du darfst halt 3 kleine Sprüche pro Runde machen. Okay, 3 kleine. 3 kleine. Schnitt. Kommen wir mal rein machen. Das steht hier oben. Meiner ist klein. Was? Meiner ist klein. Minor steht hier. Meiner Spell. Meiner ist klein. Das ist ja sächsisch. Meiner ist klein. Also das ist hier ein ganz normaler Flammbolt. Was heißt das? Flammbolzen. Diese sind... So eine Flammkugel wieder abgeschlossen. Also, machen wir weiter. Ja. Auf den Karten steht, was ein großer und was ein kleiner Spruch ist. Okay, und dieses kleine Auge hier in der Ecke besagt Sichtlinie oder durchgestrichen, du brauchst keine Sichtlinie. Das heißt, du kannst auch in den Rücken zaubern. Okay. Du darfst pro Runde... Die Fähigkeit von Dador ist es, 3 kleine Zaubersprüche zu zaubern. Eigentlich sind es nur 2. Wenn du den benutzt hast, drehst du den Zauber um und weißt, du darfst ihn diese Runde nicht mehr benutzen. Mhm. Und am Anfang deiner Aktivierung
laden sich Zauber wieder auf. Okay, das heißt, ich kann sie immer wieder verwenden. Große Zaubersprüche ist das hier Major. Major müssen um 180 Grad gedreht werden und drehen sich am Anfang deiner Runde nur um 90 Grad zurück. Okay. Das heißt, du kannst die kleinen fast jede Runde benutzen, es sei denn, es steht was anderes. Die großen musst du überlegen, wann du sie benutzt. Okay. So, und dann habe ich hier noch ein Energy Crystal Power 1. Genau. Einmalig zu benutzen. The Hero, also ein Additional Dice when casting a spell. Genau, du hast für Angriffswürfel, kriegst du Würfel, die stehen auf der Karte drauf. Wenn du diesen Stein dazu benutzt, es gibt auch verschiedene, es gibt auch Power 3 Steine, die du irgendwann im Laufe des Spiels zaubern kannst, die geben dir dann 3 Würfel dazu. Ach, okay. Also kannst du dir überlegen, ob du mit den angegebenen Würfeln auf der Karte zauberst oder dir einen extra willst, weil du in der kritischen Situation bist. Okay, ja, cool. So, dann, noch was. Ja. Die Türen hier sind nicht mit roher Gewalt zu öffnen, sondern mit Zaubern. Oh, okay. Du hast einen Zauber, der heißt Break Ward. Ja. Das heißt quasi Versiegelung eröffnen. Diesen Zauber musst du auf die Tür anwenden. Ich meine, der funktioniert sogar automatisch. Und dann reduziert sich das Schloss der Tür von zwei Versiegelungen auf eine. Okay. Das heißt, du brauchst 2 Runden hier durch, 2 Runden dadurch. Und dann musst du die auch noch öffnen. Okay, also mindestens schon mal 6 Runden. Mindestens 6 Runden und du hast dieselbe Rundenanzahl an Karten wie beim Overlord wie vorhin. Okay. Das heißt, es wird etwas kniffliger. Dafür sind weniger Gegner auf dem Feld. Das heißt, ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diesen Break Ward dafür brauche, dann kann ich in der Runde ja auch gar keinen großen Zauber sprechen, ne? Genau. Okay. Dafür bin ja ich dann da um die... Naja, okay. Du kannst aber auch glätten. Dein Feed besagt, du darfst mehrere große Zauber auf einmal sprechen. Ach so, okay. Also das ist so, wann du es einsetzt, ne? Gut, dann schwenken wir die Kamera auf das Spielgeschehen und los geht's. In späteren Spielen, kann ich euch schon mal verraten, obwohl man ja eigentlich nicht aus dem Questblock verraten sollte, werden die Dungeons eine Mischung aus normalen Türen und Zaubertüren haben. Okay. Das heißt, ihr braucht halt logischerweise, auch selbst wenn ihr euch dafür entscheidet, eigene Charaktere zu nehmen, mindestens einen Zauberer meistens. Okay. So, gut, legen wir los. Helden, fangen wir mal an. Gut. Willst du erstmal versuchen, die Tür aufzumachen? Ja. Dann würde ich sagen, nehme ich als erstes mal diesen... Muss ich dafür würfeln? Nee, ich glaube, das muss mal kurz... Also, a single magical ward in an additional square is reduced in strange by 1. Ja, dann der passiert automatisch. Okay. Ist das ein Minor oder... Das ist ein Minor. Ja gut, dann dreht er nur um 90 Grad und dafür reduzierst du diese Tür auf Schloss 1. So, mehr darf ich jetzt aber auch nicht machen, richtig? Nee, du darfst ja mehrere machen. Ja gut, du hast keine Ziele, aber du könntest noch... Andere kleine Zauberschrecken. Kleine Zauberschrecken, okay. Gut, dann bist du dran. Ich bewege mich einfach mal. Ja. Und halte den Rücken frei, falls da gleich Skelette kommen. So. Drei meine Startkarten plus die eine für die Runde. Ja, die Tür ist noch zu. Ich kann nicht zaubern, von daher bleibt die auch zu. Ich kann die also nicht angreifen, also muss ich Raise Dead spielen. Und das tue ich dann auch mal mit einem Raise Dead 3. Und muss ich leider einen für opfern, weil... Ach nee, ich darf ja auch mehr aufstellen. Ich darf jetzt 3 aufstellen bis zu einem Limit von 4 Skeletten und einem Archer. Okay. Das heißt, ein Skelett hier. Da jetzt ist der Archer. Archer, ne? Ja. Hier ist ein Archer. Nee, das ist ein Schild. Habe ich den falschen Skelett rausgenommen. Okay. Können wir ja gleich mal ändern. Dann ist das ein Archer-Skelett. Und dann noch der dritte normale Skelett. Okay. So, diese 3 dürfen nichts machen, weil gerade beschworen. Mhm. Das heißt, ich werde die anderen Skelette einfach nur schon mal in Position bringen. Und dann ist meine Runde auch beendet. Okay, dann... Ja, jetzt kann ich den ja enttappen, ne? Genau, du darfst den enttappen. Und darf ihn quasi jetzt wiederverwenden. Du darfst ihn wiederverwenden, genau. Aber ich hätte jetzt ja noch... Das ist noch ein anderer Minor. The target suffers a 2 dice magical attack. Line of sight required. Okay. Darf er durch mich hindurch? Das nicht. Ja. Also würde ich... Aber er darf, glaube ich... Er dürfte auf ihn zaubern. Nicht auf ihn. Also man kann auch diagonal... Dann nehme ich den Archer. Also dann nehme ich erstmal den Break Ward, um halt hier die Tür... Steht da eine Reichweite von dem Zauber? Range long. Ah, okay. Das geht. Oben links steht hier Reichweite. Okay. Kommst ran. Also tappe ich den. Es gibt auch Zauber, die haben halt nur die kurze Reichweite. Ah, okay. Ja. Flame Bolt. Also du machst Break Ward.
Ja, den okay, Break. Die Tür geht dann weg. Genau. Und dein zweiter Miner, den du benutzen darfst. Ist the target suffers a two dice magical attack. Also zwei Würfel. Ja. So, Doppel 1. Ja, da brauche ich eigentlich keine Würfel. Obwohl der Archer nur eine 1er Panzerung hat, hast du diese halt nicht überschritten. Ja. Gut, dann 11. Mach den Archer tot. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht schon mal vorrenne und in der nächsten Runde meinen Special Move mache, um vielleicht drei Skelette, ich sage mal, mit dem Special Move dreimal zu in einen Zug schießen. Diesen würdest du noch nicht sehen, Reiter. Ja, aber ich bin ja auch dann erstmal nur gelaufen, also. Ja, du kannst dich ja 8 Felder bewegen und einmal schießen ohne Fehler. Ah ja, stimmt, ich kann mich ja 8 Felder bewegen. Ja, du kannst ja auch über fallende Steine rüber, wie wir bei Legolas gesehen haben. Legoland. Ich schieße erstmal auf den Bogenschützen von dir. Dann darfst du dich nicht mehr bewegen, das weißt du, ne? Ja, okay. Dann bleib ich halt zurück. Ja, dann hau aus. 4 Schuss. Oh, das ist nicht gut. 2 kommen durch. Ja. Einer kommt durch. Deine 5, deine 6 besiegt meine 5, aber deine 2 nicht meine 4. Ein Treffer bei Skeletten, keine Wirkung. Schade. Ja, dann ist ja der Oberlord wieder dran. Oh, ich habe glaube ich den falschen Stapel in der Hand gehabt. Das wird schon ziemlich haarig, dieses Spiel. Oh. Gut, diese Karte bringt mir jetzt irgendwie gar nichts. Ach, machen wir einfach mal ein Command extra. Okay. Deines Hündchen, geh mal auf deinen Platz. Ich darf also 3 Commands diese Runde ausgeben. Zuerst schießt der Archer auf. Auf den Zauberer. Okay. Ich habe im Fernkampf 3 Würfel mit dem Archer. Du hast Verteidigungswürfel 2 und eine Armor. 6, 5, 2. Ich habe jetzt eine 1. Oh, oh. Eine Wunde. Ja, eine Wunde. Ja. Du kannst nicht mehr als eine Wunde haben. Und wie wir sehen, bist du komplett rot. Das heißt, du bist verwundet. Okay. Dein Kampf und dein Zauberwürfel sinkt um 1. Das heißt, du hast zum Glück so ein Steinchen. Das kannst du den kritischen, gib dir ein. Ja, aber nur kann ich nur einmal machen. Ja. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Gegenstände zu tauschen. Dein Freund der Elf hat einen Heiltrank. Ah. Wenn er ihn dir überlassen möchte, könntest du dich heilen. Geht das noch in Base-to-Base? Ja. Okay. Gilt das als Aktion? Nein. Okay. Gut, dann. Ich habe ja noch mehr Attacken. Ja, ich bin ja. Ja, das sind dann 2. 1, 2, 3, 4. Kloppi, kloppi auf 11. Diesmal nur für 3. Ja, ich habe 2. 1, 4, 1, 4. Und da ist auch die Wunde für den 11. Deine 5 schlägt meine 4, aber meine 4 schlägt deine 2. Ich brauche nur einen Treffer. Und du bist noch nicht verwundet, aber auch relativ bald. Ja. Die Werte gehen erst runter. Die gehen erst runter, wenn alles rot ist. Okay. Also wenn einer auf rot ist oder wenn alles. Genau, wenn du da noch ein Herz kriegst, ist das alles rot. Ja. Und wenn du hier den letzten auflegen musst, dann bist du tot. Okay. Ja, eine Aktion hast du noch. Ja. 1, 2, 3, 4. Hallo. Ich warte auf dich. So, ich enttapp die erstmal wieder. Dieses Break Ward brauche ich dafür No Line of Sight, okay. Das heißt, ich könnte ja von hier auf hier auch zaubern? Nee, da steht bei Base to Base. Also adjacent Feld. Also ein Nachbarfeld. Ach so, okay. Du könntest dich hier hinstellen, das machen, aber dann bist du im Nahkampf mit dem Skelett. 4 plus. Du könntest aber auch den Bolt, den Zauber Flammenbolt. Wie heißt das? Feuerball, ne? Feuerball heißt das. So, ja. Feuerball. Ich kann's halt. Hey. No line of sight. Range is short. Kann ich da durchgucken? Also, nee, du musst dich auch bewegen, ne? Ja, wenn du das Break Ward gleich machen willst. Mache ich Movement 7, 1, 2. Also 1, 2, 3. Dann kommt er schon. Skelett hat 4 Bewegungspunkte, ne? Genau. Okay, dann mache ich jetzt den Feuerball. Du kannst dann aber nicht mehr den Break Ward machen. Ja, ist richtig. Du darfst aber auch in Base to Base zaubern. Nee, dann kommst du aber nächste Runde an mich ran. Mit 2 sogar. Ja. Na, ja, doch. So, das heißt eine Flammenattacke von 4. Ja, das könnte gut sein. Von 3. Du verlierst einen, weil du verwundet bist. Ach so, okay.
Achso, jetzt habe ich. Ja, nehmen wir doch einfach die drei höchsten. Ich höre mir nochmal. Ja, das ja, ja. So, trotzdem selber geht. Ja, drei Stück. Also pulverisiert. Ja, da hat er sich gelohnt. Da hat er sich gelohnt. Und wie du siehst, auch wir haben zwar weniger Nahkampf hier, aber die Mission besagt auch, ich habe nur noch einen Knochenhaufen. Wenn ihr jetzt alle tötet, stimmt. Dann ist vorbei. Ja. Gut, dann bin ich dran, ne? Das ändert sich natürlich bei den richtigen Missionen. Da ist die Mischung, wird dann halt wirklich wichtig sein. Mhm. Solltet ihr wirklich die Option nehmen, eigene Charaktere, müsst ihr wissen, was in welche Richtung geht. Ihr könnt auch nur Magier aufstellen. Das ist dann halt irgendwann so. Ja, ich versuche einfach mal meine Spezialattacke mit drei Schuss in einem Turn. Ich habe halt nur zwei Ziele, aber ich versuche einfach. Ja, aber besser als da gar nichts zu machen. Erstmal auf den vorderen. Ja. Oh, der ist ziemlich schlecht. Aber immerhin einer durch. Ja, aber einer macht nichts. Ah, nee, deine 6 hebt meine. Ja, gut, meine 6 hebt deine 6 auf. Meine 6 ist stärker als deine 5. Du machst einen Treffer, aber ein Treffer ist bei Skeletten so. Ja. Darf ich das gleiche Ziel nochmal anwählen? Steht da dreimal schießen oder dreimal? Ja, du darfst auch dreimal das gleiche Ziel anziehen. Dann versuche ich es einfach nochmal. Aber es kann ja. Echt? Ja. Oh. Sogar. Deine 5 schlägt meine 3, meine 2 schlägt nichts von dir, du machst 4 Treffer, Skelett weg. Gut. Dann der Archer. Einen Schuss hast du noch. Musst du mich erstmal einschießen. Ja, das sind mindestens 2 Treffer. Ja, das meine höchste ist die 4, deine 6, 4 Treffer, auch weg. Das war jetzt mal hier. Jetzt habe ich nur 3 maximal als Skelett. Das ist nicht gut. Okay. Ja, ziehe ich meine Karte. Ah, okay. Brauch nicht. Also ich muss sowieso erstmal abhandeln, bevor ich das nächste Ziel ansage. Ja. Also, genau, du musst nicht alle Ziele ansagen. Du kannst auch dreimal dasselbe Ziel nehmen. So, ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, meine Raise Dead Gratis-Aktion ist natürlich der Bogenschütze. Nehme ich wieder den falschen. Der darf aber nichts machen, aber ihr seid ja eh noch außer Sicht. Gut. Eure Runde. Den ziehe ich einen weiter. Ihr habt noch 6 Runden Zeit. Ich glaube, ich nehme diesen Feet of Stone. Also das Ziel darf sich nicht mehr bewegen. Und they attack and defend -1. Wie viele Zauber darf er jetzt nochmal machen? Also einen großen oder 3 kleine? Okay, was ist der... Wenn du den großen benutzt, darfst du wieder nicht die Tür angreifen. Also den kann ich, den könnte ich jetzt nicht... Ja, du könntest ja einmal rangehen, den mit dem Feuerball versuchen. Kann ich nicht. Ah, den meinst du? Ja. Und dann halt die Tür einmal... Ja, okay. Einmal anzaubern. Na gut, okay. Ich meine, du bist ja eh schon verwundet. Du kannst auch mindestens 4 Attacken einstecken. Ja. Oder ich renne, warte, ich renne erstmal zu dir... Und gebe dir den Trank. Ja. Okay, den kann ich nutzen. Den kannst du sofort nutzen. Okay, dann nutze ich den. Deine Wunde ist weg und dann kannst du auch den normalen Zauber nehmen und hast 2 Würfel. Und da. Genau. Oder wenn du sicher gehen willst, dass er stirbt, kannst du deinen Kristall dazu benutzen. Dann hast du 3 Würfel. So. Warum nicht? Dann kannst du jetzt die 2 kleinen benutzen, machst einen von der Tür weg und halt 3 auf das Skelett. 3 weg und er ist weg. Oh. Ja. Nix passiert. 1 und 2. Doch, die 2. Nee, das ist normales Skelett. 1 und 2 kommt nicht durch die Rüstung. Ja. Meine 4 schlägt deine 3 und ja, das war dann. Ah, den hätte ich. Wie viele kleine Zaubersprüche kann 3. Oh, hätten wir den noch nicht. Nee, das ist ein Major. Das ist ein Major, ja. Du hast 2 Major und 2 kleine dabei. Ja, das war jetzt doof. Gut. Kann er durch mich hindurchschießen? Ja. Okay. Ich meine, Linus, sonst hättest du vorhin auch auf ihn schießen können. Ich bin mir ziemlich oder zaubern können. Gut, dann. Das sind ziemlich enge Gänge. Ich war ja schon dran. Ja, dann bin ich dran. Dann gehe ich hin. Ach so, du warst ja schon. Der Archer geht. Achso, nee, ich schlag auf dich. Erstmal ziehe ich eine Karte. So. Erstmal hier nichts durcheinander. Ich gebe mir mal einen extra Command, dann darf ich alle 3 Skelette benutzen. Mhm. Er schlägt auf dich ein. Okay, ich habe 2 Combat-Dice. Ja. Jo, das. Gesaved. Meine 5 kommt nicht durch deine 6 durch und so weiter. Ja. Also du bist ja auch schon, wie wir hier sehen auf der Karte, sehen wir. 2 und 1
ist das Minimum. Also egal, wie viele Skelette um dich rumstehen, weniger kann das bei dir gar nicht werden. Ja. Das zweite steckt, glaube ich, ein. 1 und 5. 6 und 1. Ja. Selbst wieder, ja. Weil ich komme mit meiner 1 durch deine eine Armor und die 5 wird von deiner 6 geblockt. Und der Archer stellt sich einfach nochmal hier hin und wartet. So, eure Runde. Geben dir den Teppich jetzt. Ich würde sagen, dass ich dir vielleicht den Weg einmal freischieße. Soll ich die Tür erstmal aufmachen? Das hat ja keine Eile. Ja, wir können ja erstmal ihn freischießen. Und... Ach nee. Jetzt können wir auch den wieder nehmen. Das ist dieser Vierer. Ich würde mich jetzt erstmal einmal bewegen, wenn ich dich durchschießen kann und auf einen von den Skeletten schießen. Okay. Dann ist vielleicht das eine mit der Line of Sight kann ich gerne nochmal nachgucken. Ich weiß, sonst wäre das an der Stelle ziemlich krass, dass er da nicht durchgegangen ist, weil dann bist du gerade ganz schön... Ich ducke mich gerade. Du schießt über mich rüber. Ich bin ein Elf, ich kann das. Eben. Stellt sich auf mich. Na. Nee, ist leider doch geblockt, die Sicht. Also geht das nicht. Nee. Also selbst wenn, ich kann eh nichts machen. Also geblockt. Nee, wieso? Du kannst doch erst ihn was machen lassen. Ja. Dann schläge ich mich wieder zurück. Obwohl, du kannst dich eh nicht durch und durch bewegen, weil wenn du jetzt zauberst, kannst du dich nicht bewegen. Ja, dann mache ich das jetzt. Das liegt alles an dir jetzt. Ich mache jetzt einen fetten Feuerball. Also willst du die Tür noch nicht endgültig aufmachen? Oder den. Oder ist die Tür. Und dann den? Also die zwei kleinen oder den einen großen? Mach die Tür auf. Okay, dann Tür auf und nochmal den Flame Bolt. Dann versuchen wir den mit viel Glück. Oh, 5 und 4. Könnte vielleicht was werden. Die 5 nehmen sich auch einen Treffer damit. Ein Treffer, Skelett bleibt stehen. Darf er noch zuschlagen? Nee. Ist eine Zaubernd ist seine Aktion. Ah, okay. Dann du kannst nichts machen. Kann ich vorbeirennen? Nee, auch nicht. Okay, bist du. Ja, mehr kann ich nicht machen, ich ziehe eine Karte. Ich glaube, ich bewege mich nicht so in der Runde, ne? Damit du nee, kannst du nicht kannst. Durch. Du kannst die Karte nicht verlassen. Du würdest so die Ach Karte so, verlassen okay. Und außerdem ist das Diagonalfeld, was du passieren willst, besetzt. Okay. Sonst dann darfst du dich nicht bewegen. Aber er könnte auch einfach nach hinten gehen und mir den Platz freimachen. Ja, dazu müsstest du erst nach hinten gehen. Und dann müsstest du erst nach hinten darf auch nicht durchgehen, okay. Nee. Ihr habt noch. Ne, ich glaube, ich habe eine zu viel genommen und die eben hier hingelegt. Weil es waren eben noch 7, jetzt sind es noch 4. Ja, Raise Dead kann ich nicht machen, weil keine Knochenhaufen da sind. Ich nehme mal wieder einen Command mehr. Kann ich alle 3 benutzen. 3, 4. Oh. Er darf aber auch nicht durchschießen. Ja. Er geht nur mal in den Raum, um dich gleich zu ärgern. Ja, er schlägt da drauf. Auf den Zauberer. 2 okay. gegen 2. Ja, safe. Und der andere steht auf die 5. 5x2 gesaved. Ja. Ist gerade nicht sehr spannend. Wir haben uns ja gerade ziemlich eingefahren in der Ecke. Ich glaube, ich würde jetzt mal deine Größen ziehen. Ich nehme jetzt mal den fetten Zauber. Ja. Auf welches Ziel? Auf das vordere. Ja, wir brauchen den Weg. 1, 3, 4, 6. Die 6 und 6 hebeln sich aus. Ja, dann sind es aber zwei Treffer, Knochenhaufen. Ah. Immerhin. Ja, ich kann immer noch nichts machen. Nee, bewegen darf ich mich ja jetzt auch nicht. Hat ne? Der Break Ward denn wirklich nur Einfluss auf die Türen? Ja, das hat wirklich nur... Nee, mit Strange 1. Nee, reduziert die Stärke des Schlosses um 1. Okay. Ja. Dann bist du. Aber gleich könntest du dich bewegen. Ja. Wenn er hier reingeht, ist er ja immer noch ein Front Arc und dann kannst du schießen. Aber du bist jetzt dran, das heißt, du kannst da wieder einen Zombie spawnen. Also hier ja, aber ich krieg aber einen Freestrike, ne? Oh, ich hab meine Karte. Ach so, ja, richtig. Wenn ich da was spawne. Ich meine, ich werde es. Nee, ich werde es eben nicht machen, weil mein Schießen hat 3 Würfel und mein Nahkampf nur 2 Würfel. Wenn ich da jetzt einen hinschieße, kann ich wieder nicht schießen. Hm. Wenn ich jetzt einen hinschieße, kann ich nicht schießen. Wenn ich einen hinstelle, kann ich nicht schießen. Ich mache nichts diese Runde, außer die 2 normalen Aktionen. Er schlägt auf ihn drauf. Mhm. Mit 2 Würfeln. Also 6 und 1. Ja. Einer kommt durch. Das ist ein Treffer. Ja, und der Archer schießt mit 3. Nochmal auch auf den Zauberer. 6 und 3. 6 und 3 blocken sich aus. 1 hast du eine Panzerung. Passiert diesmal nichts. Nix.
So, jetzt. Ich würde sagen. Jetzt bewege ich mich. Ja. Mach mal volle Bewegung. Warte mal, der, den habe ich ja eben gemacht, ne? Ja. Dann ist der jetzt auf jeden Fall so. Geh mal volle Bewegung nach. Eins, auch wenn du dann, zwei, kriegst du aber jetzt einen. Ach so. Also eins. Jetzt. Wenn du noch weiter gehst, kriegst du zwei Free Strikes. Ja, okay. Zwei. Also bleibst, gehst du nur dahin. Nee, ich geh weiter. Noch weiter. Kriegst du, gut. Skelett 1. Oh, 5 und 6. Oh, 6 und 4. Schade. Einer kommt durch. Ja. So. Dann bist du schon bei 2 Runden. Kriege ich jetzt noch weniger Würfel? Nein. Nee, nee. Wenn du einmal verwundet bist, bleibt das da. Jetzt nicht weiter. Kriegst du vom Skelett einen Free Strike, der hat im Nahkampf 2 Würfel. 6 und 3. Ja, da passiert nichts. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und jetzt möchte ich aber noch zaubern. Ja. Und zwar ein Rainbow. Ja. Ich denke mal auf jeden Fall dann als zweites auch noch den Drake Ward. Ja, richtig. Und den nehme ich auf den Archer. Okay. Zwei Treffer. 5 und 3. 3 und 3. Ein Treffer macht bei Skeletten nichts. Dann jetzt darfst du. Ich mach dasselbe. Ich möchte 2 Schläge kassieren und rennen auch hier hin. Es muss aber nur einer die Tür aufmachen, ne? Du kannst genau, auch einfach dich da hinstellen. Ja, dann bin ich erstmal Reichweite und schießen. Ja, aber wenn du dich hier hinstellst und ich will dahin rennen, um ihn zu töten, kriege ich einen Free Strike. Ja, okay. Nur so. Also das ist jetzt die Einsteigermission, so. Ich helfe euch noch. In den anderen Spielen als Dungeon Master würde ich euch natürlich nicht helfen. Nee, dann renne ich erstmal hier. Nee, doch, stimmt, dann könntest du den sonst... Du könntest jetzt natürlich auch noch schießen. Ja, ich schieße jetzt nämlich... Auf den Archer oder auf den Skelett? Auf den Skelett mit dem Schwert. Nee, du kannst auch schießen. Will ich doch. Was? Achso, weil du gesagt hast mit dem Schwert. Du meinst nee, das Skelett mit dem Schwert. Okay. Ja. Oh. Was ist jetzt? 2 kommen durch. Ja, 2 tot. Aber trotzdem Knochenhaufen. Du bist dran. So, drittletzte Karte. Gerade noch so wahrscheinlich aus der... Ja, ich werde ihm nicht 3 Lebenspunkte machen können. Die Mission ist erfüllt, wenn die Tür offen ist? Ja, okay. Ihr müsst nicht durchgehen, wirklich. Ja, ich brauche nichts... an Missionen machen, an Karten spielen, weil ich kann nur 2 Sachen machen. Einmal umsonst ein Skelett hinstellen, du darfst einen Freestrike machen mit im Nahkampf allerdings noch. 5, 2, 3, 2 Würfel zur Verteidigung. 4, 4, 4. Einer kommt durch. Einer kommt durch, passiert nichts. So, er hat überlebt, sehr gut. Er darf aber nichts machen, weil er gerade gespawnt wurde. Und der Archer schießt mal darüber, auf den Zauberer. Mhm. Und 5. Ja, die 1 kommt nicht durch, safe. Somit habt ihr gewonnen, weil ja, du wirst jetzt die Tür aufmachen und dann... Zur Vervollständigung. Ja, 2 Runden hätte dann noch Zeit gehabt. Dann ja, ich mache jetzt quasi den Zauber. Mach die Tür auf. Aber vorher hätte ich noch geschossen. Auf den hier. Ich will auch noch schießen. Wir haben gewonnen, aber ich will noch schießen. Ich komme 3 durch und ich blocke 3. 2. Nichts passiert. Ja, das waren jetzt die 2 Einsteigermissionen zu Dungeon Saga. Ja, ich finde es auf jeden Fall mal wieder was anderes. Also, es ist nichts anderes. Ich meine, wir haben ja auch schon Disney gespielt, wir haben HeroQuest gespielt. Wirklich große Unterschiede gibt es jetzt hier nicht. Ne? Also, es ist vom Prinzip, Spielprinzip ist es ja schon gleich. Aber ich finde es mal wieder ganz erfrischend so. Ich finde es auch vom Spaß her besser als das Decent-Spiel. Also an ja, sich ja. Es ist einfacher gehalten. Es ist einfacher gehalten, ja. Also ich auch, aber auch nicht zu einfach wie HeroQuest. Also, ja, das ist zu einfach. Ja. Also ich finde auch das Würfelsystem finde ich hier ganz okay, weil das finde ich bei HeroQuest ein bisschen blöd mit diesen ganzen Totenköpfen und Schilder und so. Decent meinst du? Nee, bei HeroQuest. Hast du das, ah, das bei Decent sind auch Symbole. Achso, okay. Finde ich mit Würfeln doch ganz schöner. Also mit Zahlenwürfeln. Jetzt hier zu den Zaubersprüchen, gibt es hier noch mehr Auswahl? Ja, du kriegst neue Zauber, wenn du spätere Dungeons spielst. Also es ist nicht so, also die Kampagnenbücher sind vorgegeben, wie du levelst. Ja. Das kannst du mit einer eigenen Kampagne, die du selbst entwickelst, halt anders machen. Da kannst du Level 1 bis 10 gibt es in den Missionen drin, die du dann einfach sagen kannst, okay, Mission 1 geschafft, Level 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und dann, die Fähigkeiten, die man dazu erlernt, sind immer gleich. Ja. Die stehen hier in diesem Compendium drin. Mhm. Und
man kann viel selber machen, das ist halt das Schöne an Dungeon Saga. Man kann die Mantic-Figuren benutzen, man kann das Mantic-Universum benutzen. Ja. Das heißt, man kann auch andere Helden einfach so sagen, wenn es welche im Fluff gibt oder generelle von sich selber. Ja. Gibt es ja tatsächlich auch aus Kings of War, gibt es ja auch verschiedene Helden, die man ja dann auch dafür. Dann kann man die auch reinbauen. Also es gibt auch im Starter-Set gibt es, glaube ich, in einer der Erweiterungen gibt es auch einen Helden, der braucht 4 Felder. Also es ist ein großes Base. Okay. Man kann auch durchaus große Monster machen. Hm. Also es gibt in der letzten Erweiterung, die habe ich nicht bestellt, weil ich dachte, ein Modell und ein Kartenstück ist zu wenig. Ja. Aber der große Drache, der Endgegner, der hat 8 Felder. Boah, oh, okay. An Basegröße, von daher. Krass. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns. Vier Kampagnenbücher und ein eigenes Buch. Wie lange dauert so eine Kampagne? Wie viele Spiele? Oh, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, die in dem Grundbuch, The Dwarf King's Quest, also ich glaube, ich meine, das war sogar mal schon ein altes Spiel, The Dwarf King's Quest, das haben sie jetzt neu aufgelegt. Da ist das die erste, das ist die erste Einsteiger, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Missionen und die letzte Karte. Ganz kurz, ohne dass ihr jetzt was gesehen habt von den Sachen. Aber die letzte Karte braucht, glaube ich, alle Kartenteile, die es in der Grundbox gibt, aufgebaut. Okay, und das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen. Also wenn man so 2-3 Missionen am Tag oder am Wochenende spielt, ist man dann, denke ich mal, in 2-3 Wochen durch. Und dann, wie gesagt, wir haben noch 4 weitere Bücher. Also eine Menge Spiel. Plus eine Erweiterung, die wir noch nicht haben. Okay. Das ist die mit dem Drachen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und wenn es dann wirklich so viel Spaß gemacht hat, dann können wir uns immer noch die eigene ausdenken. Wird es alle Erweiterungen auch auf Deutsch geben oder nur das Grund? Es gibt jetzt erstmal das Grundbuch auf Deutsch. Okay. Das Grundbuch, das Grundset auf Deutsch, die Karten und alles. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Heidelberger für alles einen Vertrag geschlossen hat oder ob es jetzt erstmal von dem Erfolg abhängt der deutschen Version. Ja. Also ich finde für 50€, 49€ bei Heidelberger ist das auf jeden Fall. Die Box sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Das ist ein richtig schönes Buch. Sieht aus wie ein Buch. Und also es Miniaturen drin. Also für 50€ finde ich das auch schon nicht schlecht. Ja, aber eigentlich. Wenn man so die letzten Spiele. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches. Ich meine 49€ Ende April. Kann aber hinkommen, weil ich meine, guck mal zum Beispiel The Walking Dead. Oder auch das neue Warlord Games Zombie-Spiel, das liegt auch um die 50€. Ja, ich hab halt für den Kickstarter habe ich $100 bezahlt. Da sind 4 Erweiterungen bei gewesen. Ja. Wenn du das Grundset runterrechnest für. Das ist ja schon okay. Also wenn man das jetzt im Vergleich zu Zombies halt, oder wir haben ja neulich auch Ghostbusters gekauft, 90€ ist schon eine Ansage. Ja, also es gibt auf jeden Fall wesentlich teurere und wesentlich schlechtere. Ja. Also Zombies halt ist natürlich herausragend. Ja, also das ist Spielspaß. Aber für 50€ ist das, denke ich mal, ein super Dungeon-Crawler. Ja. Und für alle, die das von der Kindheit noch kennen, die HeroQuest gespielt haben. Ja. HeroQuest heißt Hero Quest, ja. Oder halt auch früher die alten Schwarze Auge waren es, ne? Die Schwarze Auge, die hatten auch ähnlich so eine Karte und so. Gab auch mal, also wer das vor 10, 20 Jahren schon gespielt hat, der wird hier mit Dungeon Saga auf jeden Fall seine Freude haben. Ja, das denke ich auch. HeroQuest lässt ja immer noch auf sich warten. Ja, leider. Ich würde es auf jeden Fall zu gerne mal wieder spielen. Alleine um mal zu gucken, ob Felix wieder vorrennt mit dem Barbaren und alles lootet. Oh, ich habe einen Zauberstab. Du bist ein Barbar. Ich habe einen Zauberstab. Gib mir den jetzt. Nein. War nachher der reichste Barbar mit dem Scheiß, der gar nicht benutzt konnte. Ich glaube, ich würde es auch nur kaufen wegen dem ganzen Zubehörkram, was dabei ist. Ja. Oder meinst du HeroQuest? Bei HeroQuest. Achso, also hier gibt es. Aber hier ist auch eine Menge hier dabei. Hier ist auch Plastik. Also Plastikinventar drin. Es gibt Stühle, es gibt einen Zwergenthron, weil in der ersten Mission oder in einer der späteren gibt es halt auch. Bosse, also es gibt auch wirklich Boss-Gegner. Okay. Also der große Boss ist natürlich der Overlord, Necromancer, Mortables. Ja. Und der leitet das Ganze, aber es gibt auch die Unterbosse, die dann auch tatsächlich in dem Dungeon mitkämpfen. Okay, also hier wie diese hier. Also die Grauen hier sind, also genau. Ja, mal zeigen. Die Grauen, also die sind auch farblich unterschieden. Die Monster sind halt, die aus dem Startset sind weiß oder beige oder so. Die Helden sind alle blau, auch in der Erweiterung, und die Bösewichte sind alle grau. Und der Hogger. Hogger? Jeder, der ihn von World of Warcraft kennt, Level 7 Hogger, der ist ein bisschen gewachsen und ein bisschen größer geworden. Aber die sind auch ganz schön. Ich glaube, das ist auch dieses Restik, also dieses Gemisch aus Plastik und Resin, das liebt man ja auch. Aber ich finde die jetzt. Für ein Brettspiel sind das Modelle mit guter Qualität. Ja, für ein Brettspiel sind die echt gut. Und ich denke mal, wenn man die anmalen würde, dann würde man auch viel rausholen können. Denke ich auch. Was ich bei Facebook in der Dungeon Saga Gruppe gesehen habe, die malen da wie bescheuert. Einer hatte, glaube ich, nach 8 Tagen das ganze Set angemalt, nachdem er es gekriegt hat. 120 Minis, ja.
Nicht das Kickstarter-Ganze Set, sondern das Grundset. Okay, das Grundset. Also das sind halt da trotzdem mindestens 40 Figuren. Ja. Ja. Plus Helden. Also ich verfolge das auch bei Zombieside, da gibt es auch eine Gruppe auf Facebook. Also da gebe ich echt auf. Also ich habe ja auch Zombieside inzwischen, glaube ich, haben wir 4 Spiele. Ja. 3 Spiele sind jetzt bis auf die Helden fast komplett angemalt. Aber das ist auch nur Grundfarbe, Wash, fertig. Also Zombies brauchst du nicht viel. Das geht relativ schnell, aber hier hast du dann doch noch ein paar mehr Sachen dran, die angemalt werden. Ja, die Helden sind etwas komplizierter, Skelette, naja. Ja, gut. Washen. Ja, wobei bauen und dann. Stoff und so weiter. Ja, das war Dungeon Saga. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge TBTV. Lasst euch überraschen, was kommt. Wir sagen für heute Tschüss. Lasst uns wissen, schreibt unter Kommentare, ob ihr ein Problem damit habt, dass wir Brettspiele spielen. Ansonsten spielen wir einfach weiter Brettspiele. Weil also nebenbei natürlich. Nebenbei, gerade bei dem Standard, hier sind Minis dabei. Also ja, genau. Ich glaube, Brettspiele sind nicht mehr so weit von Tabletop weg. Nee, glaube ich auch. Also gerade so mit diesen ganzen neueren Sachen. Ja. So, das war's. Tschüss.